Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Genau, wir sind hier ja heute am Silvester, kurz vor dem Jahr 2024. Und ja, ich habe ein Feuerwerksbild sozusagen gemacht. Also ich habe ihn schon mal gehabt, aber habe den mittlerweile gelöscht. Jetzt muss ich ihn nochmals machen. Ich wollte zuerst mal Multishot verwenden, aber ja, ich habe nicht so gerne immer 0 Mana. Deshalb, habe ich da den Marksman, also den Scharfschützen genommen mit Sinterstrike. Der schießt und dadurch, dass er ja in der Mitte die Pfeile schießt, schießt er noch 5 andere. Das können wir hier sehen. Hier oben brennende Dolche, genau. Und die natürlich beim ersten Schuss, in 5 Richtungen noch und dann auch, dass die Schatten schießen. Ja. Jo, dann einfach noch ein bisschen Buffs und große Explosionen mit diesem, mit einem Unique, das ich auch noch zeige. Hier einfach, damit die Schatten das werfen, das setzen wir dann nicht mehr ein, glaube ich, Schattenklinge. Verschiebung ist sehr cool wegen der Geschwindigkeit, dem Mana und der Ausweichchance. Und hier die Rauchbombe wegen den Schatten erzeugen. Jo. Genau, das ist das Unique mit den Explosionen. Die explodieren sofort scheinbar. Einfach auch erhöhte Ablenkzeit. Bringt die Attrappendauer 88%. Okay. Krass. Was ich brauche, ist eine bessere Rüstung langsam, einen besseren Helm. Und ich habe vorher mit der Taste F ist es, glaube ich, bei euch. Ich habe es auf der K. Einfach wegen Crafting. einfach die Rune verwenden, die so golden schimmert. Hier, Rune des Aufstiegs. Verwandelt einfach einen Gegenstand in einen einzigartigen oder Set-Gegenstand. Und ich habe es beim 4. Mal, glaube ich, gehabt. Können wir mal kurz schauen. Beim 4. Mal, man verwendet es 2, glaube ich, auf einmal. Also 3 Versuche habe ich es gehabt. Scheinbar, ich hatte 80. Okay, gut. Und der schießt dann so Drachenfeuer. 26% ist auf diesem Bogen. Geht bis 34, okay. Ist ein bisschen schlechter, aber nicht ganz schlecht. Jo, und das verwenden wir jetzt mal. Mal hier runter rein, haben ein bisschen mehr Resistenzen bei den Gegnern, aber ist nicht so schlimm. Und ich finde ihn sehr cool, also hat er sehr viel Spaß gemacht. Das sehe ich aber jetzt gerade. Ah, das ist das Drachenfeuer, okay. Also hat das gar nicht so eine Reichweite. Komisch. Hier werde ich noch erst mal die Resistenzen hoch machen. Hier muss noch ein Punkt rein und hier und dann so langsam hier in mehrere Attrappen. Hier muss da noch ein Punkt rein und dann muss irgendwo hier vorne, genau hier noch ein Punkt rein. Gut. Also die Reichweite ist nicht so groß, aber der Schaden ging halt nach oben. Also wenn wir nah dran sind, sind die Gegner sicher schnell da. Jo. Jetzt haben wir einen schönen Feuerwerk. Ich liebe es, an Silvester ein Feuerwerk zu haben, ohne dass es richtig fest klopft. Also richtig fest explodiert draußen. Das ist ja ein Schweizwort, klopft. Und, auch gut aussieht, oder? Wie die Feuerwerke. Sehr schön. Rüstungsbruch brauchen wir. Oh ja. Oh ja, das verwenden wir. Ich weiß nicht, wie viel weniger Schaden wir jetzt machen, aber durch Rüstungsbruch machen wir dann beim zweiten Schlag dafür mehr Schaden. Ja, Tausende sind es nicht mehr so ganz. Doch 2000 gibt es noch. Okay, sehr gerne. So, Dämmerungsmantel ist auch sehr wichtig. Schützt uns, glaube ich, irgendwie. Oder macht einfach ein bisschen unsichtbar. Das war jetzt gerade ein Schatten, der das geworfen hat. Sieht man das?
Wie sieht man, was Dämmerungsmantel überhaupt ist? Ja, man sieht es nicht. Die haben das nicht erklärt. Aber ich glaube schon ein bisschen Schutz, oder? Das sind schon irgendwas mit Schutz. Oh, dieser Gegner war doch mit manchen B zu schwer. Weil es die Giftstacks machen kann, aber die Giftstacks nicht immer ausweichen. So, dann ist der Gegner auch nicht so schwer. Kann man mit manchen Baits halt wirklich nicht gut mehr machen. Jo, und ich habe mit erfahren, wegen einem Poison Bait, das Gift immer noch absolut broken stark ist. Ich habe ja am 29. Livestream gemacht, wo ich zweimal gestorben bin wegen Gift scheinbar. Und beides habe ich echt umgelegt. Und das mit eigenem Charakter zu sehen, ey, wie Gegner, wie Bosse schnell down gehen. Mit so über 100 Stacks und so. Ist unglaublich geil. Aber immer ein bisschen broken. Broken sind übrigens auch die Schuhe, die ich trage. Möchte ich eigentlich ja nicht unbedingt tragen. Muss es aber wegen der Physical Resistance. Man bekommt ständig Schilde über. Und das schützt natürlich schon sehr viel. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen genervt. Verbündeten. Ich habe keine Verbündeten. Seid ihr meine Verbündeten? Auf dem Flachtfeld hier? Ich hätte gerne ein paar Mitspieler. Also ich habe immer wieder Mitspieler, weil ich vielen helfe. Bei Bosskills und so. Aber ich kann natürlich nicht gute Boss killen. Also ich kann nur die annehmen, die Dinge. Einer wollte jetzt den letzten Boss im Monolithensystem. Da diese mit dem drehenden Lasern Desintegrate. Aber das schaffe ich natürlich mit diesem Charakter noch nicht. Konnte ich ihm nicht helfen. Aber ja, wenn geholfen wird, dann hat natürlich immer noch im Endgame. Und deshalb kann ich einfach die Low-Game-Bosse dann helfen, erledigen. Kann ich manchmal wirklich mit anderen zusammen die Kampagne noch durchspielen oder so. Ist ziemlich nice. Aber momentan sind echt wenige da, wo wirklich Hilfe brauchen in der Kampagne noch. Ja, das Game hat schon lange kein Update mehr bekommen. Multiplayer ist immer noch nicht so gut machbar. Und deshalb, ja, gibt's halt also diese Sachen nicht mehr. Ich fühle mich langsam ein bisschen einsam. Slow Player, Low Stunden Player. Wie sagt man? Low Hours. Jo. Naja, ich muss ein bisschen euch die großen Explosionen sein. Es geht so gut, einfach mit Cinderstrike schon, dass ich eigentlich gar nicht mehr die Explosionen einsetze. Aber gegen Boss, ey, der Zerik, der war mega schnell down. Und ihr seht, es ist viel schneller als der vorherige Beat. Der war halt absolut tanky. Aber es braucht... Was bringt Tanky, wenn man halt nicht immer angegriffen wird und dadurch keinen Schaden macht? Das ist halt doof. Also Maelstrom-Stacks aufbauen und Dornschild aufbauen braucht einfach viel zu viel Zeit. Ich mochte den Bild gar nicht vor. Aber ich werde ihn sicher nochmals verwenden, klar. So. Wir müssen da rein. Wir müssen Dusk Shroud. Ah, das ist Dämmerungsmantel. Dusk Shroud ist Dämmerungsmantel. Steht wieder nicht, was es genau ist. Auf jeden Fall macht es schon ziemlich etwas Nettes. Genau, hier muss ich noch hier hin. So. Und weiter. Na ja, ich glaube hier 3 von 4 und hier 2. Oder auch 3 von 4. Ah, da habe ich ja noch genug Punkte. Also hier noch einen Punkt rein. Und da muss ich nachschauen. So. Feuerwerk, los! Boom! Wie der Charakter noch den Drachenfeuer eingesetzt hat. Ja, ist es. Ja, Drachenfeuer. Schon geil. Hui! Also, ich glaube, der Bilder wird sehr stark, kann es sein. Also, es wird einfach gar nicht
nichts gesagt, so, ja, der Bet ist stark, der Bet ist nicht stark, sondern es wird einfach auf Last Epoch Tool hochgeladen oder auf maxroy.gg und man weiß überhaupt nicht, was der Bet kann. Dieser Bet hat jetzt wieder mal mega überzeugt, ja, der ist mega stark. Natürlich der andere mit dem Eisbogen, Morning Frost heißt er, glaube ich, auch. Aber den habe ich noch nicht verwendet, den habe ich auch erst gefunden. Ich finde einfach zu wenige Uniques, die jo, nützlich sind für Builds. Ich würde sehr gerne mehr Builds machen können. Also ab März könnt ihr mir vielleicht dann auch ein paar Uniques einfach übergeben. Also natürlich nicht unbedingt schenken, sondern einfach ausleihen für ein paar Parts oder so. Da geht ja dann das Handeln hoffentlich. Sonst weiß ich nicht, oder mit meinen wenigen Stunden, die ich spielen kann und auch dann immer hasten muss beim Leveln und so, beim Farmen. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Es ist klar, dass nicht so viele Let's Play in dieses Spiel ist. Es ist zu zeitintensiv, oder? Viel zu zeitintensiv, viel zu viel Grinding, viel zu viel neu anfangen, um irgendwas Neues zu machen. Jetzt will ich mal gegen den kämpfen hier. Aber zuerst möchte ich noch schnell den Punkt hier reinstecken. Voll rein in den. Also, ich habe sehr wenig Resistenz. Also, ja, beim Elementarresistenzen, wo ich ja unbedingt bräuchte. Ah, die sind jetzt auch so hoch oben. Hä? Hey, Gift habe ich nicht gut. Wieso habe ich jetzt gerade so viel Elementar? Ah, wegen dem Ring. Ich habe noch einen Ring genommen. Ich hatte einen zweiten von hier, diesen Waldeschlingen. Nein. So. Okay, es geht sehr schnell. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part. Jo. Wenn wir dann ein bisschen weiter sind, ich werde noch ein bisschen leveln dazwischen. Ja, der Part geht noch genug lang. Ich gehe, glaube ich, hier nach oben. Ne, ich gehe hier. Tötungsmal ist jetzt nicht unbedingt das, was wir befürchten müssen mit unserem Ausweichen. Und eine Arena dafür. Schön. Also was ist jetzt, wenn ich den einsetze? Man sieht die Schatten gar nicht hier. Sie sind gar nicht beschworen worden. Sie haben eine Chance zu beschworen werden. Okay. Okay, ja, jetzt haben sie es. Also die Schatten sind gestorben und haben dann diese Klingel beschworen. Schatten klingen, genau. Sehr gut. Das ist, wenn ich jetzt hier... Ja, genau. Also wenn ich jetzt die R-Taste drücke, kommen mehrere raus. Oh, 14.000 Schaden. Vorher habe ich auch 22.000 Schaden gesehen. Von dieser Explosion. 32.000, ganz kurz gesehen. Also schadenstechnisch ist das der beste Bild, den ich je gemacht habe. Und das so früh. Man braucht schon so Builds wie Squirrels oder so, wenn man Drachenfeuer hat. Drachenfeuer. Kein. Einfach mal so random schießen. Es macht sehr viel Spaß, den zu spielen. Es ist wirklich ein toller Bild. Jetzt machen wir noch auf Schreine. Gibt es noch einen Schrein? Und die Geschwindigkeit. Also, deshalb spiele ich ja Hack and Slay, um solche Geschwindigkeiten zu haben. Aber es sind so viele Builds. Einfach nur langweilig. Langsam. Das muss ein bisschen gefördert werden, liebe Entwickler. Ihr müsst mir Spaß bereiten, lieber Entwickler. Kommt schon. Macht das im nächsten Patch, vor allem mit dem Falken. Ich möchte auf einem Falken surfen. Unbedingt. Es wäre so cool, wenn man so mega Geschwindigkeit aufbauen könnte mit dem Falken. Einfach drauf surfen, wenn man ihn trifft, also wenn man ihn überrennt. Oh, ich habe jetzt, glaube ich, eine zu viel hier gemacht. Ach komm. Ich schau kurz. Hey, switch richtig rüber, du blödes Windows. Genau, 4 von 4 dann rüber. Also hier 4 von 4.
Und was haben wir dann noch zu? Ja, ich wusste es, das Rot in der Mitte. Okay, das noch zu fertig machen. Die Dauer, ja, die ist ja wichtig. So, weiterhin. So. Ja, LP und Schadenswirkung. Es hört sich immer so frech an, aber also so schwierig an, aber es ist gar nicht so schwierig, wie ihr denkt. Also gefühlt nicht so schwierig, oder? Also, ja, die Gegner sind natürlich schon stärker, aber man kann ja auch ziemlich gut dann auch wegkommen, wenn man halt auch Schaden macht. Es muss halt zwischendurch auch ein bisschen schwerer sein. Deshalb ist es nicht so schlimm. So, kritischer Treffer Modifikator. Haben so für Unique-Stäbe, die ich gerne verwende. Jo, das Modifikator sicher mal wichtig. Okay. Der Stunlock, der ist gut, habe ich das Gefühl. Dieses Drachenfeuer, wenn es wirklich auch trifft, macht wahrscheinlich immensen Schaden. Sehe ich aber nicht so direkt. 20.000, das war glaube ich Drachenfeuer. 20.000 Schaden. Ist das nicht ein bisschen zu stark? Ich habe dieses Ambush gar nicht gemerkt. Ich habe irgendwas gehört. Sehen, es waren nur diese Assassinen kurz. Ja, easy. Also dieses Gebiet liebe ich irgendwie. Es ist so mystisch und man hat nicht immer nur gerade Wege. Man hat manchmal auch so Säulen im Weg. Das ist, glaube ich, eines der letzten Levels in Akt 9, hä? Ziemlich geil. Also ich bin jetzt gerade sehr froh darüber, dass ich mal Schaden mache. Proaktive Schatten mit Schattenkaskade. Ich glaube, ich habe nur genug. Ja, habe ich viel zu viel Sachen im Inventar, ich weiß. Du arme Scharfschütze. Wieso heißt es eigentlich Marksman, wenn wir eine Frau sind? Kann es nicht im Englischen Marks Woman heißen? Ja, es ist schon klar. Es hört sich ja nur so an. Aber es ist schon cool, dass ein Marks Man eine Frau ist. Oh. Der hat aber nicht lange überlebt. Ne? Wieso habe ich den Bild eigentlich damals nicht weitergespielt? Wegen den Abstürzen ständig? Wegen der schlechten Konzentration vielleicht, oder? Ich habe jetzt momentan eine mega gute Konzentration, weil meine Nerven im Gehirn fit genug sind. Zwar müde, also ich habe ja sehr wenig Schlaf, aber dadurch, vielleicht sind sie auch sehr angestrengt und deshalb fit. Und ja, es ist eben alles meine Nervenkrankheit oder meine Cortisonmangel im Körper. Sehr häufig immer wieder schwankt, also zu viel oder zu wenig hat. Und das macht fast bei mir einfach manchmal zu gut auch. Dass ich manchmal übermenschliche Kräfte habe oder so. Also jetzt nicht unbedingt hilfreiche natürlich, aber dass ich einfach so irgendwie spielen kann, ohne mich zu konzentrieren, weil meine Konzentration so blitzschnell ist und so. Und manchmal auch irgendwie besser bin, oder zum Beispiel die ganze Zeit Headshots verteilen kann in Ego-Shootern oder GTA-Spielen oder so. Oder manchmal einfach viel mehr Lust habe, viel mehr Freude an irgendwas habe. Und das macht es halt bei mir einfach einfacher, irgendwie jo, andere Menschen zu unterstützen oder einfach auch Spaß zu bereiten, oder?
Ich möchte gerne irgendwas als Komiker oder als Schauspieler einfach arbeiten. Und natürlich im Game Design, aber das geht halt eben wahrscheinlich noch sehr lange, bis ich genügend Geld habe und alles. Zuerst mal anfangen mit diesem Rollenspiel-Server von GTA 5M. Ich habe ein paar Gegner irgendwo hinter. Vergessen hier. Ich will ja jetzt vorwärts kommen und den Boss dann im nächsten Part machen. Oder zwischen dem Part vielleicht. Ja, komm, machen wir ihn zusammen dann noch kurz. Ich muss dann halt zwar um 2 Uhr morgens oder so dann nochmal aufnehmen. Aber ihr kennt mich, ich kann ja fast nie schlafen, deshalb so nehme ich nicht an ganz komischen Zeiten auf. Müsst ihr mal in den anderen Videos schauen, wann oben rechts die Zeit ist. Seht ihr das gut? Ihr seht es auch ziemlich, ja, noch. Und das ist bei mir halt meistens dann, wenn es mir entweder gut geht und ich wenigstens ein bisschen schlafen konnte oder davor geschlafen habe. Das hatte meistens morgens oder ja, abends spät. Jo, und ist mir ein bisschen im Weg wegen den Livestreams, klar, aber jetzt kann ich dann, muss ich dann auch sehr viel mehr Livestreams machen. Also mal die Idole. Die auch. Das ist noch eins im Weg. Dann die Bögen hier hinten irgendwo hin. Ist auch alles voll. Ich habe noch weniger Platz. Ich habe nie Platz. So, machen wir die mal hier rein. Und vorne noch die Rüstung. Ja, ist auch alles voll. Haben wir hier irgendwo noch einen Sechser? Ein Sechser im Lotto. So. Was ist da mit diesem einen? Nur nein, wie was will. Okay, bringt's nicht so viel. So, dann machen wir noch einmal, ja. Ja, ich wollte ja noch ein bisschen zeigen. Also ich werde die zwei ersten Monolithen machen, weil wir die ja gesehen haben im Livestream. Und bevor ich dann im dritten bin, werde ich dann wieder zeigen. Ja, ich muss ja auch Items farmen und das mache ich eh lieber ein bisschen in aller Ruhe, dass ich die Items auch finde, oder? Was jetzt da im Livestream oder so, wo ich ein bisschen gestresst bin, wo ich ein bisschen abkürzen möchte und so Sachen und das Item dann nicht finde oder so. Das ist einfach ein bisschen nur momentan. Ja, das hat, die Handschuhe brauche ich wegen Modifizieren von diesen hier. Das Elementarwiderstand könnte ich dann im späten Endgame dann wirklich danach gut gebrauchen. So. Also ich möchte ja ziemlich alles in einen Livestream verbannen können, also aufnehmen sozusagen. Dass ihr das seht. Aber das Spiel ist so grindy und zufällig, oder? Man findet dann wieder etwas, dann kommen wir wieder vorwärts, dann finden wir lange Zeit nichts, dann kommen wir nicht vorwärts, dann finden wir wieder etwas. Und das möchte ich ein bisschen vermeiden. Ich möchte eher, jo, zeigen, wie ich da einfach besser wurde schon. Weil sonst dauert das viel zu lange oder man kann eigentlich gar nicht alles auch zeigen, weil die Zuschauer jetzt auch nicht immer die ganze Zeit Zeit haben, oder? Dass man da einfach irgendwie ja, diese guten Szenen dann einfach nicht hat. Oder ja, ich habe jetzt einfach noch niemanden, der auch schneiden tut. Der das vielleicht auch zusammenschneiden könnte dann. Ich kann aber noch nicht gut aufnehmen während den Livestreams, weil ich keine zweite Grafikkarte habe, die gleich ist. Jo, das will ich alles dann natürlich auch bezahlen können, oder wenn ich mehr mal Geld hätte. Ist halt immer so eine Sache, man ist spindelarm. Nein, spindeldürr. Man ist schon verhungert fast.
und möchte natürlich so viel Geld auch investieren können. Ist schon ein bisschen doof, wenn man das nicht hat, was andere halt zu viel haben. Das arme Geld. In der Schweiz ist ein Franken 92 Rappen wert, also 92 Cent. Also sowas von teuer. Und das ist extremst, wenn du jetzt nach Deutschland gehst, Frankreich, Österreich, wo alles EU ist. Und die EU hat so viele Probleme. Ja. Mit diesem, ja, schlechten Geld. Aber schlecht ist es nicht, aber es ist einfach sehr viel weniger wert als der Schweizer Franken. Ja, dann verlierst du sehr viel Geld. Oder du holst etwas von Amazon oder von der USA und du verlierst so viel Geld, weil das einfach korrupt, also das verschwindet einfach. Das ist einfach irgendwo im Data-Nirvana, das bekommt der Staat über oder ja, einfach die Mehrwertsteuer kommt es über und so. Und das ist extremst. Also momentan, jo, außer vielleicht ein Host oder so, bezahle ich jetzt gerade momentan wahrscheinlich fast nichts. Ich habe eben sehr wenig Geld. Ich bekomme vom Staat nichts, weil ich so schwer krank bin. Ich bekomme gar nichts. Ich bekomme weniger Lohn als einer, der kurzen Beine angeschlagen hat oder so und deshalb IFA-Rente, also den Hartz IV braucht in Deutschland. Das ist schlimm. Was der Mensch eigentlich glaubt, dem Mensch anzutun, ist einfach schlimm. Aber gut. Ein 2024 wird besser. Der Euro geht hoch, der Franken geht runter und dann sind wir alle happy. Ja, also Dankeschön fürs Zusehen, schönen Rutsch und ja, bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Livestream vielleicht. Ihr dürft entscheiden, wenn ihr wollt, gell? Ist nichts natürlich erzwungen. Würde mich aber sehr freuen, weil es momentan geht schon ein bisschen nach oben. Dankeschön für alle, die mich unterstützen und ja, gute Unterstützung euch. Tschüss zusammen und ja, bye.